Zerstöre. Seien Sie herzlich willkommen zu unserem Gottesdienst am Sonntag in Vocavit, heute bei uns in unserer Markuskirche. In Vocavit ist der erste Sonntag der Passionszeit und darum steht dieser Gottesdienst unter besonderen Zeichen. Wir haben neben der Farbe Violett heute auch die Farben Blau und Gelb vertreten, weil wir in diesen Tagen nicht darüber nachdenken können, was Leiden bedeutet, wenn wir nicht auch darüber nachdenken, was in der Ukraine und was mit den Menschen dort geschieht. Das soll in diesem Gottesdienst auch seinen Raum haben und uns selber etwas lehren, was es bedeutet, in unseren Zeiten die Werke des Teufels zerstören zu wollen. Wie hat Christus das getan? Wie könnten wir das tun, wenn wir in den Spuren Christi bleiben wollen? Das sind Fragen, mit denen wir uns heute in diesem Gottesdienst auseinandersetzen wollen. Und wir wollen Inspirationen gewinnen aus den Liedern und aus den Gebeten, dass sie uns Mut und Kraft geben, diesen Weg der Passion auch jetzt in diesen 7 Wochen mitgehen zu können. Sie sind herzlich dazu eingeladen, dabei zu sein und das für sich herauszunehmen, was sie leben können. Es wird unser vorläufig letzter digitaler Gottesdienst sein. Ab nächste Woche wollen wir dann auch wieder hier in Gemeinschaft feiern. Deshalb möchte ich mich heute schon einmal vorläufig von denen verabschieden, die aus weiter Ferne mit dabei gewesen sind, und mich ganz herzlich bedanken, dass sie unsere Gottesdienstreihe so mitverfolgt haben. Und ich hoffe, dass wir weiterhin in Verbindung bleiben können und sie weiterhin unsere Videos mitverfolgen können. Und so wollen wir miteinander Gottesdienst feiern. Wir feiern diesen Gottesdienst als ein Fest des Lebens. Im Namen Gottes, Quelle, die belebt, Wahrheit, die befreit und Kraft, die uns erneuert. Amen. Als erstes Lied hören und singen wir ein bisher unbekanntes Lied, für uns als Gemeinde unbekanntes Lied. Es steht im EG Plus, es ist die Nummer 139 und trägt den Titel Als träumten wir. Wird es sein, als träumten wir.
Wir wenden uns Gott zu mit den Worten des 91. Psalms. Wer unter dem Schirm des Höchsten sitzt und unter dem Schatten des Allmächtigen bleibt, der spricht zu dem Herrn, meine Zuversicht und meine Burg, mein Gott, auf den ich hoffe. Denn er errettet dich vom Strick des Jägers und von der verderblichen Pest. Er wird dich mit seinen Fittichen decken und Zuflucht wirst du haben unter seinen Flügeln. Seine Wahrheit ist Schirm und Schild, dass du nicht erschrecken musst vor dem Grauen der Nacht. Vor den Pfeilen, die des Tages fliegen, vor der Pest, die im Finstern schleicht, vor der Seuche, die am Mittag Verderben bringt. Denn der Herr ist deine Zuversicht, der Höchste ist deine Zuflucht. Es wird dir kein Übel begegnen, und keine Plage wird sich deinem Hause nahen. Denn er hat seinen Engeln befohlen, dass sie dich behüten auf allen deinen Wegen. Dass sie dich auf den Händen tragen und du deinen Fuß nicht an einen Stein stoßest. Wir treten vor Christus und wir bekennen vor ihm. Jesus Christus, unser Herr. Wir werden versucht, sicher statt frei zu leben. Wir überlassen den Mächtigen das Feld, weil wir uns selbst für schwach halten. Wir stehen in Furcht, weil uns die Waffen des Todes gezeigt werden. Und darum rufen wir zu dir. Unserer eigenen Schwachheit bewusst sind und wenn wir drohen, daran zu verzagen, dann dürfen wir hören, was Gott heute zu uns spricht. Denn Gott spricht: Lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Lebendiger, oft kommen wir uns armselig vor, dünnhäutig und ohnmächtig. Und dann spüren wir wieder, wie wir geliebt sind, wie beschenkt und was unsere armselige Kraft bewirken kann. In diesen Wochen sehen wir auf Jesus Christus, auf seine Ohnmacht und sein Leid. Wir bitten dich, enthülle uns das Geheimnis der Passion, wie das Armselige, wie das Schmerzhafte, wie das Sterbende das Leben hervorbringt und die Rettung. Geh mit uns durch diese 40 Tage, das bitten wir durch Christus, deinen geschundenen und geliebten Sohn. Amen. Die Schriftlesung für den heutigen ersten Passionssonntag steht im Evangelium bei Matthäus, im 4. Kapitel. Jesus wurde vom Geist in die Wüste geführt, damit er von dem Teufel versucht würde. Und da er 40 Tage und 40 Nächte gefastet hatte, da hungerte ihn. Und der Versucher trat herzu und sprach zu ihm: Bist du Gottes Sohn, so sprich, dass diese Steine Brot werden.
Er aber antwortete und sprach: Es steht geschrieben, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jeden Wort, das aus dem Munde Gottes geht. Da führte ihn der Teufel mit sich in die heilige Stadt und stellte ihn auf die Zinne des Tempels und sprach zu ihm: Bist du Gottes Sohn, so wirf dich hinab, denn es steht geschrieben, er wird seinen Engeln für dich Befehl geben und sie werden dich auf den Händen tragen, damit du deinen Fuß nicht an einen Stein stößt. Da sprach Jesus zu ihm: Wiederum steht auch geschrieben, du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht versuchen. Wiederum führte ihn der Teufel mit sich auf einen sehr hohen Berg und zeigte ihm alle Reiche der Welt und ihre Herrlichkeit und sprach zu ihm: Das alles will ich dir geben, wenn du niederfällst und mich anbetest. Da sprach Jesus zu ihm: Weg mit dir, Satan, denn es steht geschrieben, du sollst anbeten den Herrn, deinen Gott, und ihm allein dienen. Da verließ ihn der Teufel, und siehe, da traten die Engel herzu und dienten ihm. Selig sind, die Gottes Wort hören und bewahren. Amen. Gemeinsam vergewissern wir uns unseres Glaubens und sprechen miteinander die Worte des Bekenntnisses. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Gemeinsam wollen wir jetzt das Lied Martin Luthers singen. Es steht im Gesangbuch, die Nummer 362. Ein feste Burg ist unser Gott. Thank you.
mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Heute hören wir ein Wort des Trostes und ein Wort des Lebens aus dem Korintherbrief, dem zweiten Korintherbrief des Paulus, dem 6. Kapitel. Als Mitarbeiter ermahnen wir euch, dass ihr nicht vergeblich die Gnade Gottes empfangt. Denn er spricht: Ich habe dich zur willkommenen Zeit erhört und habe dir am Tage des Heils geholfen. Siehe, jetzt ist die willkommene Zeit. Siehe, jetzt ist der Tag des Heils. Und wir geben ihm nichts irgendeinen Anstoß, damit dieser Dienst nicht verlästert werde, sondern in allem erweisen wir uns als Diener Gottes. In großer Geduld, in Bedrängnissen, in Nöten, in Ängsten, in Schlägen, in Gefängnissen, in Aufruhr, in Mühen, im Wachen, im Fasten, in Lauterkeit, in Erkenntnis, in Langmut, in Freundlichkeit im Heiligen Geist, in ungefärbter Liebe, in dem Wort der Wahrheit, in der Kraft Gottes, mit den Waffen der Gerechtigkeit zur Rechten und zur Linken, in Ehre und Schande, in bösen Gerüchten und guten Gerüchten, als Verführer und doch wahrhaftig, als die Unbekannten und doch bekannt, als die Sterbenden und siehe, wir leben, als die Gezüchtigten und doch nicht getötet, als die Traurigen, aber allezeit fröhlich, als die Armen, die aber doch viele reich machen, als die, die nichts haben und doch alles haben. Liebe Gemeinde, uns erreichen derzeit so viele Bilder aus der Ukraine und sie hinterlassen einen nachhaltigen Eindruck. Und da gibt es Bilder, die ich mit Ihnen teilen möchte, die einen nachhaltigen Eindruck hinterlassen. Das Bild von unbewaffneten Ukrainern, die einen russischen Militärkonvoi aufhalten und zurückdringen möchten, indem sie sich vor die Autos stellen und mit den Fahrern sprechen. In einem Video ist dieses Ereignis festgehalten und geht rund um die Welt. Ein anderes eindrucksvolles Bild zeigt ukrainische Menschen, die auf den Straßen die Zufahrt zu den Atomkraftwerken blockieren. Auf keinen Fall sollen die russischen Truppen die Energieversorgung in die Hand bekommen oder gefährden können oder durch ihr Handeln eine Atomkatastrophe auslösen können. Auch diese Menschen haben keine Waffen bei sich, sind mit ihren bloßen Leibern auf der Straße. So wollen sie die Menschen aufhalten. Diesen beiden Situationen ist etwas gemeinsam. Als Gegner für einen voll ausgerüsteten Militärkonvoi erscheinen diese Versuche schwach. Ja, geradezu hilflos, gut gemeint. In den Augen der Macht wird das alles lächerlich. Was diese Menschen da versuchen, kann doch nicht ernst gemeint sein. Und wahrscheinlich nimmt auch kein russischer Offizier diese als Gegner wirklich ernst. Und wie wir leider inzwischen auch wissen, ist das Atomkraftwerk russisch besetzt worden. Am Mittwoch fand eine Mahnwache hier in Kronberg auf dem Berliner Platz statt. So etwa 250 Menschen haben sich da versammelt, um ihren Widerstand gegen den russischen Militäreinmarsch öffentlich zu zeigen. Auf dem Weg nach Hause meinte ein Teilnehmer zu dieser Veranstaltung zu mir: Nun, Putin wird diese Mahnwache nicht sonderlich beeindruckt haben. Ja, er hat wahrscheinlich recht, in den Augen der Macht zählt ein solcher Protest nicht viel. Denn den russischen Staatspräsidenten erleben wir als einen Mann der Macht. So präsentiert er sich uns in den Medien, an riesigen, langen Tischen, wo seine Zuhörer verloren am anderen Ende sitzen, in goldverkleideten Räumen und gehorsam hörende und nickende Minister und Generäle, die ihm aufmerksam lauschen. So zeigt dieser Mann Stärke und Macht der ganzen Welt. Und als ein Vertreter der Superreichen dieser Welt zeigt er, wie man seine Interessen wirksam vertreten kann, wie wenige
die große Masse beherrschen können. Furcht geht von ihm aus und Bewunderung geht sicher auch vor ihm her. Auf alle Fälle gilt er als jemand. Paulus schreibt eine Mahnung nach Korinth. Mahnungen und Botschaften würden wir heute eigentlich an die russische Regierung schicken wollen, an das russische Militär. Wir würden sie dringend auffordern, mit dem aufzuhören, was sie gerade tun. Und gleichzeitig zweifeln wir daran, dass solche Mahnungen viel bewirken. Bisher haben solche Mahnungen ja auch keine Verhaltensänderung herbeigeführt. Paulus aber überrascht uns, denn er ermahnt uns. Empfangt die Gnade nicht vergeblich. Man hört ihn förmlich aus dem Gefängnis das uns zurufen. Moment, uns ruft er das zu? Sind wir denn die richtige Adresse für eine Ermahnung? Die Gemeinde in Korinth hat allen Grund, sich über die Position der Schwäche ihres Gemeindegründers Gedanken zu machen. Vielleicht schämen sie sich sogar ein bisschen, von einem so schwachen Menschen als ihrem Gemeindegründer sprechen zu müssen. Es hat sich nämlich herausgestellt, Paulus ist nicht allerbester Gesundheit und körperlicher Verfassung. Und dann sind da die römischen Behörden, die ihn immer wieder hinter Schloss und Riegel bringen und die sogar nicht zögern, ihn zu züchtigen, also auspeitschen zu lassen. Und offensichtlich hat diese römische Weltmacht Anlass, gegen Paulus vorzugehen und ihn immer wieder ihren Arm, langen Arm der Macht spüren zu lassen. Auf seinen langen Reisen durch Europa ist Paulus meistens mittellos. Ja, so wie ein Flüchtling durchquert er Europa und erlebt dabei eine Menge an Entbehrungen. Die Korinther sind nicht beeindruckt von der Gestalt ihres Apostels. Und sie schielen nach anderen Persönlichkeiten, nach solchen, die Kraft und Stärke ausstrahlen. Und offensichtlich gibt es da in Korinth einige Kandidaten, die mehr Glanz aufzubieten haben als ihr schwacher Paulus. Menschen, die mit bloßen Händen Militär aufzuhalten versuchen und ihr Leben der Gefahr aussetzen, die stehen auf der einen Seite. Auf der anderen Seite stehen machtvolle und schreckenerregende Waffen, die in Sekunden Tausenden den Tod bringen können. Wovon zeigen wir uns beeindruckt? Was denken wir denn insgeheim, was in dieser Welt tatsächlich etwas bewirkt? Wir stehen doch damit in der Situation der Entscheidung. Diese gegensätzlichen Bilder, die wir sehen, fordern uns doch heraus, auf welcher Seite wir uns wiederfinden, welcher Seite wir insgeheim die größere Wirksamkeit zuschreiben. Würden wir lieber in einem Panzer sitzen neben einem russischen Soldaten, wenn es um unser Leben geht, oder auf der Straße stehen bei den unbewaffneten Ukrainern? Siehe, jetzt ist der Tag des Heils. Paulus geht ganz in den aktuellen Augenblick. Es geht um die Gegenwart. Es geht um den kleinen Moment des Hier und Jetzt. Darin entscheidet sich das Heil. Nicht im Gestern und nicht im Morgen, sondern ganz in diesem Augenblick. Und darin entscheidet sich der Friede. Ob Friede ist, entscheidet sich im Hier und Jetzt. Er weist die Korinther darauf hin, dass sie sich mit ihrer Entscheidung entsprechend auf eine Seite stellen. Ob sie sich auf die Seite ihres Gründers, der ihnen das Wort Christi gebracht hat, stellen, oder auf die Seite eines anderen, der vielleicht eine ganz andere Botschaft zu bringen hat. Es bleibt völlig offen, wie sich die Empfänger des Briefes verhalten. Wir erfahren die Entscheidung der Korinther nicht. An seinem eigenen Beispiel versucht Paulus, den Korinthern vor Augen zu malen, wie Gott, von dem er spricht, in unserer Welt wirkt. Er weiß ganz genau, dass er ein Diener Christi ist. Als ein Diener Christi gehört es dazu, dass man geschlagen wird, dass man im Gefängnis sitzt, dass man vom Tod bedroht ist.
Und dennoch, sagt Paulus, lache ich und bin ich fröhlich angesichts meiner eigenen erbärmlichen Erscheinung. Vielleicht darf man sogar sagen, hat Paulus so etwas wie eine Selbstironie, dass er schon sieht, wie er in seiner Schwäche auf die Menschen wirken muss und gleichzeitig doch die Kraft Gottes hinter ihm steht. Er weiß Gott auf seiner Seite. Ich habe die Waffen der Gerechtigkeit zur Rechten und zur Linken, schreibt er ganz selbstbewusst. Das darf uns ein Stück den Atem nehmen. Den, den wir als schwach anschauen, der darf von sich sagen, dass er die Waffen der Gerechtigkeit zu seinen beiden Seiten hat, zu seiner Verteidigung. Gott wirkt durch die Schwachen und beeinflusst die Welt durch das, was wir als ohnmächtig erachten. Was bei uns wie Schwäche aussieht, ist eigentlich Gottes Kraft und Gottes Stärke. Es ist eine Gnade zu wissen, dass Gott im Kreuz erscheint. Und das feiern wir in dieser Passionszeit. Jesus in der Wüste entscheidet sich gegen die Macht. Der Versucher tritt eben an ihn heran, indem er ihm das anbietet. Und Jesus will keine Sicherheit. Er will keine Demonstration seiner Stärke und Unverletzlichkeit und er will auch keine Weltherrschaft. Denn für ihn ist das alles Illusion. Illusion der Macht, die die Bibel den Teufel nennt. Und er entscheidet sich für einen ganz anderen Weg, für den Weg des Kreuzes. Und das ist der Weg, auf dem ihm am Ende dann die Engel auch dienen. Jetzt ist unser Tag des Heils. Und wir sind gefragt, wo stehen wir? Stehen wir auf der Seite der Unbewaffneten, die ihre Freiheit mit ihrem Leben verteidigen wollen? Versuchen wir uns hier in Aktionen der Solidarität und versuchen wir uns an der Hilfe für die Opfer? Selbst wenn wir uns der Ohnmacht dieser Versuche bewusst sind? Wer sich durch den Satz einschüchtern lässt, das bringt doch alles nichts, der verliert unendlich viel. Und nicht erst jetzt mit diesem militärischen Konflikt stehen wir vor dieser Entscheidung. Wir standen die zurückliegenden Augenblicke unseres Lebens auch schon vor dieser Entscheidung. Nur jetzt zeigt es sich so deutlich und so klar, wo wir uns positionieren müssen. Wonach funktionieren wir eigentlich insgeheim? Nach den Mechanismen der Macht oder nach dem, was Gott seine Liebe nennt. Vielleicht müssen wir uns wie Paulus eingestehen, das, was wir in der Welt versuchen, ist schwach und unbedeutend. Vielleicht müssen wir auch dieses Selbstbild akzeptieren, so viel kann ich überhaupt gar nicht ausrichten, wie ich mir das vielleicht vorstellen würde. Und wir sind aufgerufen, anzuerkennen, dass wir hilflos sind in dieser gegenwärtigen Lage. Wer an der Seite Jesu steht, ist oft genug in der Lage, sich eingestehen zu müssen, ich bin auf der Seite der Machtlosigkeit. Es liegt nämlich an Gottes Gnade, dass aus all diesen kleinen Bestrebungen, aus all der Fülle dieser kleinen Aktionen, die überall geschehen, eine große Kraft wird, die als Waffe der Gerechtigkeit Gottes Willen durchsetzt in dieser Welt. Nicht wir behalten die Kontrolle, sondern es ist Gottes Gnade, die eine Veränderung bewirkt. Das ist die Hoffnung, die wir haben dürfen und ich meine in der Geschichte lesen zu dürfen, dass die Waffen der Gerechtigkeit immer mehr bewirkt haben als die Waffen der Macht. Und so gehen wir durch diese Passionszeit und wir blicken auf unsere leeren Hände und dürfen sagen, wir sind am Ende doch reich beschenkt. Wir stehen in Todesgefahr und dürfen sagen, doch am Ende, wir leben. Heute ist der Tag des Heils. Und der Friede Gottes, welcher höher ist als all unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen. Das nächste Lied, das wir hören und vielleicht auch mitsingen können, ist auch wieder ein neues Lied aus dem EG Plus, das Lied Nummer 9. Im Dunkel unserer Ängste.
Die Kollekte des heutigen Sonntags, die geht ins östliche Europa. Die Aktion Hoffnung für Osteuropa und die Versöhnungsarbeit in Polen sind beides Aktivitäten, denen unsere Gottesdienstkollekte heute zugutekommt. Und sie gehen damit genau in die Region, die im Augenblick am schwersten betroffen ist von dem, was in der Welt geschieht. Und darum danken wir Ihnen und freuen uns darüber, dass Sie Mithilfe leisten bei den Dingen, die es dort zu tun gibt. Wir werden auch als Gemeinde unsere Kollekte, zunächst einmal die Kollekte des nächsten Sonntags, für die Opfer der Flüchtlingsbewegung jetzt aus der Ukraine zur Verfügung stellen, der Diakonie Katastrophenhilfe, und nähere Informationen dazu finden Sie dann auch auf unserer Webseite. Ich habe es eingangs schon angedeutet, wir werden jetzt unseren Gottesdienst im Rahmen der allgemeinen großen Öffnung und der Rücknahme aller Beschränkungen auch wieder hier als eine gottesdienstliche Versammlung in unserer Kirche feiern. Und ich freue mich schon sehr darauf, wenn die Menschen wieder hierher am Sonntagmorgen zu uns zurückkehren und mitfeiern. Und ich hoffe, dass diejenigen, die all die Wochen mit dabei geblieben sind und nicht hierher kommen können, dass auch sie die Gelegenheit haben, weiter bei unserem Gottesdienst mit dabei zu sein. Wir eröffnen allerdings die Reihe unserer Gottesdienste hier in unserer Kirche mit einem Friedensgebet. Ich möchte besonders darauf hinweisen, dass wir am Freitag, den 12. März, hier in unserer Markuskirche um 19 Uhr zusammen mit den katholischen Frauen Deutschlands ein Friedensgebet abhalten wollen und lade herzlich ein, dabei zu sein. Am Sonntag dann zum zweiten Passionssonntag hier wieder der Gottesdienst. Und am Montag findet hier auch schon die Eröffnungsveranstaltung des Schönberger Forums statt. Um 20 Uhr auch hier, dazu sind Sie herzlich eingeladen. Und nun lasst uns gemeinsam für die Welt beten. Gott, du schützende Burg, aus Bedrängnis rufen wir zu dir, in Nöten, in Ängsten, wo bist du? Es ist Krieg, die Welt ist in Aufruhr. Wir bitten dich, stopp den Krieg, die Gewalt, die Waffen, und wir rufen zu dir, ach, bleib mit deiner Gnade bei uns, Herr Jesus Christ, dass uns hinfort nicht schade des bösen Feindes List. Gott, du Friedensstreiter, in Mühen rufen wir zu dir, im Wachen und im Fasten, aus der Passion. Menschen fliehen, lassen alles zurück. Wir bitten dich, hilf ihnen, öffne Herzen, Türen und Wege. Gott, aus Sehnsucht rufen wir zu dir, nach Waffen der Gerechtigkeit. Gib Frieden und das jetzt, wir bitten dich. Vertreib die Versucher und Verführer, die bösen Gerüchte, dass Wahrheit, Klarheit und Liebe Politik machen. Und wir rufen zu dir, ach, bleib mit deinem Schutze bei uns, du starker Held, dass uns der Feind nicht trutze, noch fällt die böse Welt. Gott, du Hüter des Lebens, wir stehen vor dir als die Unbekannten und doch bekannt. Hilf den Sterbenden und hilf beim Leben. Wir bitten dich für die Traurigen und für die Kranken, die Armen und die, die alles verlieren. Sei du da, heute und immer. Wir rufen zu dir, ach, bleib mit deiner Treue bei uns, mein Herr und Gott. Beständigkeit verleihe, hilf uns aus aller Not. Und wir schließen unser Gebet mit dem Gebet unseres Bruders. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auch auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.
Und wir wollen auch singen, was wir gebeten haben. Lied 347, die erste Strophe und die Strophen 4 bis 6. Ach, bleib mit deiner Gnade. Machen, weil Gott uns die Hände füllt. Und so lasst nun Gott eure Hände füllen mit seinem Segen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht über dir leuchten und sei dir gnädig. Und der Herr hebe sein Angesicht über dich und schenke dir Frieden. Amen.